So, hallo alle zusammen. Nun versuche ich die ersten zwei Seiten aus dem Deutschbuch gemeinsam mit euch oder für euch zu bearbeiten bzw. ein paar Erklärungen zu geben. Also es geht hier bei diesem Text um eine Spielanleitung. Es geht genauer gesagt um das recht beliebte Spiel Vier gewinnt. Aber zuerst zu den Erklärungen. Allgemein gesagt, Vier gewinnt ist ein Strategiespiel für zwei Personen mit dem Ziel, als erstes vier eigene Spielsteine in eine Reihe zu bringen. Dieses Spiel wurde schon 1974 zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Was braucht man? Man braucht dafür ein senkrecht stehendes hohles Spielbrett sowie 21 Spielsteine in zwei verschiedenen Farben. Hier im Buch steht einmal in Blau und einmal in Grün. Zu den Spielregeln. In das Spielbrett lässt man nun abwechselnd die Spielsteine fallen. Das Spielbrett besteht aus sieben Spalten, die senkrecht, und sechs Reihen, die waagrecht angeordnet sind. Jede Spielerin oder jeder Spieler besitzt 21 Spielsteine der gleichen Farbe. Wenn ein Spielstein in eine Spalte gefallen ist oder fallen gelassen wurde, dann besetzt er automatisch den untersten freien Platz. Zur Taktik. Ist man noch nicht so geübt mit diesem Spiel, lässt man gerne die Spielsteine fallen, ohne auf die Viererreihen zu achten. Deshalb ist es von Vorteil, alle senkrechten, waagrechten und schrägen Linien im Auge zu behalten. Besonders wichtig ist auch, dass die Spielsteine in der Mitte des Spielbrettes wertvoller sind als jene am Rand des Spielbrettes. Denn hier hat man nämlich die Möglichkeit, die sogenannte Doppelfalle aufzubauen. Also man hat schon drei Spielsteine in einer Reihe. Und dann kann man links und rechts jeweils, je nachdem, wo der gegnerische Spieler seinen Stein hingelegt hat, den vierten Stein anlegen. Gleichzeitig soll aber verhindert werden, dass die eigene angefangene Dreierreihe zerstört wird. Also sehr unangenehm, wenn dann der Gegner einen Stein dazwischen legt. Dann muss man von neuem mit seiner Taktik beginnen. Das Ende des Spiels. Wer es als erster schafft, vier eigene Spielsteine waagrecht, senkrecht oder schräg, diagonal ist vielleicht ein schönerer Ausdruck, in eine Linie zu bringen, gewinnt das Spiel. Das Spiel endet unentschieden, wenn das Spielbrett komplett gefüllt ist, aber keiner der Spielerinnen und Spieler eine Viererreihe geschafft hat. Nun zur Übung Nummer 6. Was soll man machen? Du hast die blauen Steine und bist nun an der Reihe. Warum gewinnst du das Spiel? Ja, weil du hier oder hier einen Stein anlegen kannst und damit die sogenannte berühmte Doppelfalle aufgebaut hast. Zur Übung Nummer 7. Welche Spiele gibt es noch, wo man Strategie und Taktik anwenden muss? Ja, da zählen auf alle Fälle Schach oder Backgammon dazu, eventuell auch Abalone. Tja, wenn es noch alle Kugeln gäbe. Aber das ist ein anderes Kapitel. Nun zur nächsten Übung auf der drüberen Seite. Womit wird das Spiel Vier gewinnt gespielt? Kreuze an. Es gibt vier Möglichkeiten. Mit einem Holzbrett, einem hohen Spielbrett mit 21 verschiedenen Spielsteinen oder mit 21 gleichfarbigen Spielsteinen. Also auf alle Fälle mit einem hohlen Spielbrett und mit 21 gleichfarbigen Spielsteinen. Das dann allerdings mal zwei. Nun zu den folgenden Fragen in ganzen Sätzen. Zu welcher Spielart gehört das Spiel 4 gewinnt? Das Spiel 4 gewinnt ist ein Strategie- oder Taktikspiel. Nächste Frage. Welches Ziel verfolgst du als Spielerin oder Spieler? Dein Ziel muss es sein, vier Steine deiner Farbe in einer Reihe aufzulegen. Das kannst du horizontal, diagonal oder waagrecht anlegen. Welche Linien soll man im Auge behalten? Vor allem die diagonalen Linien, die sind recht knifflig, denn da kann man ja oft links oder rechts einen Stein dann anlegen. Warum sind die Spielsteine in der Mitte wertvoller als jene am Rand? Das ist eigentlich schon durch den vorigen Satz beantwortet, weil man hier links oder rechts oft einen Stein in der sogenannten Doppelfalle anlegen kann. Was heißt es, eine fremde Reihe zu zerstören? Ja, man kann es auf zwei Arten. Entweder man wirft das Spiel am Boden oder wenn man fair bleibt,
im Rahmen des Möglichen, dann legt man einfach einen Stein zwischen die Reihen der anderen, des Gegners, und dadurch kann der nicht dann eine Reihe bilden. Was versuchen geübte Spielerinnen und Spieler so schnell wie möglich? Möglichst viele Steine in der Mitte anzulegen, um dort Doppelfallen aufzubauen. Ja, wer gewinnt das Spiel? Der Spieler oder die Spielerin, die 4 Steine in einer Reihe angelegt hat. Und wann endet das Spiel? Unentschieden, wenn also alle Steine untergebracht wurden und keine Viererreihe gesetzt wurde. Nun zur vorletzten Übung. Nummer 10, kreuze die richtigen Antworten an. Das Spielbrett besteht aus 7 Spalten und 6 Reihen, das ist richtig. Jede Spielerin oder jeder Spieler erhält 10 verschiedenfarbige Steine. Das weißt du schon, dass das falsch ist. Man kann einen gegnerischen Spielstein jederzeit entfernen. Das kann man schon, aber das hat mit dem Spiel nichts zu tun, also falsch. Der Wert der Steine steigt, je weiter sie sich in der Mitte befinden. Das ist richtig. Da kann man also diese Fallen aufbauen. Und gewonnen hat, wer 3 Spielsteine in eine Linie gebracht hat. Nicht bei diesem Spiel, das heißt ja 4 gewinnt. Welche Teilüberschrift im Text auf Seite 30 könntest du durch die Überschrift Spielmaterial ersetzen? Schreibe sie auf. Ja, du könntest auf alle Fälle die in der Zeile 5, hier steht, das braucht man dafür, durch Spielmaterial ersetzen. Nun weißt du also, dass 4 gewinnt ein Strategiespiel ist. Die Spielanleitung hilft mir, die Regeln zu verstehen. Die Spielanleitung, also sie beginnt meistens mit dem Spielaufbau und endet mit der Erklärung, wer das Spiel gewonnen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.